Sweet Home Alabama. Hallo Freunde, herzlich willkommen hier bei Flip Floyd, eurem absoluten Lieblingskanal, wenn es um 360 Gramm Roundhouse Kick in die Visage Entertainment geht. Und heute sind wir wieder lyrisch unterwegs. Wir wandern auf den Spuren von Goethe, von Rilke, von den anderen, die irgendwann mal gereimt haben, und geben uns die schlechtesten Deutschrap-Lines Volume 15. Whee! Seid ihr ready, Boys? Ja, kein Kaisi-Rebel ohne mich. Ne? Ich hoffe, er ist dabei. Ja, ohne Uzi, ohne uns. Ja. So sieht's aus. Ja. Nicht vergessen, Hashtag Uzi macht Toti. Rein in den rappenden Aal. Nein, direkt mal weg. Bleib Bleibum Barbecue und die Zeitung schreiben gar nicht gut. Oh, ist laut. Erstmal. Was? Boah, Gehörgangsexplosion. Wirklich, ey, gleich mal runtergedreht hier. Hi nun, Blei, Boom, Barbecue und die Zeitung schreiben gar nicht gut. Das muss dann eigentlich alles für sich nochmal lesen. Ja, 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 ja. Ich glaube auch, ich weiß nicht, weiß was bei dir so los ist, aber ich glaube, er hat noch nie eine Zeitung gelesen, weil das schreiben Zeitungen definitiv. Ich habe noch nie in einer Zeitung gar nicht gut gelesen. Oh doch, das würde ich doch, der Bild aber schon zutrauen. Der Bild? Also, der hat, ich habe ja auch Zeitung Bild, gesagt. Das ist mehr so Berliner Kurier. Ja. Aber Moneyboy wird Bundespräsident, finde ich gut. Ja, Fan. Ey Digga, Johnny Depp war im Blow auch Dealer, doch hinter den Kulissen ist er nur Schauspieler. Nein! Nein! Obwohl man dazu sagen muss, das ist wieder das Ding. Also A, fand ich vom Flow her gar nicht so schlecht, aber man muss dazu sagen, wenn das halt jetzt gerade ein Diss ist für so einen Poser, ja, so einen Gangster-Rapper, der halt einen auf Dealer macht und die ganze Zeit so ein scheiß Poser auf seinem Album ist, den dann hier so zu diskreditieren, ist schon wieder ein cooler Move. Aber dann hätte er auch ein Auch nehmen müssen. Kontext. Das ist auch nur Schauspieler. Ja, steht doch da. Johnny Depp war ein Blow auch Dealer. Doch hinter den Kulissen ist er nur Schauspieler. Und wenn der vorher erzählt, Digga, du tust so, als wärst du Gangster-Rapper, aber in Wirklichkeit bist du nur Schauspieler. Ich hab das schon verstanden. Oder hockst dann. Ja. Ich glaube, das ist das zweite oder dritte Mal in 15 Teilen Deutschrap, also schlechteste Deutschrap-Lines, ist das zweite oder dritte Mal, dass ich sage, nee, finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Abgesehen davon, alles von Kaisi Rebel ist natürlich gut und alles von Bushido ist natürlich gut. Das muss man dazu sagen. Das stimmt, ja. Aber es ist trotzdem irgendwie dieses Gefühl von, er ist nur Schauspieler, ist irgendwie komisch formuliert. Ich weiß, ich kann mich nicht erinnern. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber Generation Chill, Alter. Finde ich halt gar nicht. Daddy Chill. Du bist kein A, B, C, du bist ein Z. Promi, in meinen Augen bist du nur ein Depp. Johnny. Der ist übrigens Schauspieler, ne? Bin verwirrt, wenn ich laufe. Geh mit mir Kopf an Kopf und du blickst in saphirgrüne Augen. Saphirgrüne Augen, saphirgrüne Augen, saphirgrüne Augen. Also kurz gedauert. Heuchler-Rap gestern wieder Sache. Das stimmt, ja, kurz gedauert, aber. Ja. Farbtechnisch kleinere Schwierigkeiten. Das Bild, was ich habe von Geh mit mir Kopf an Kopf, ist nicht in Ordnung. Nee, das ist vor allen Dingen ganz anderes als, du hast wahrscheinlich nochmal ein anderes, aber ich muss mir das ganz kurz angucken, weil bin verwirrt, wenn ich laufe, geh mit mir Kopf an Kopf, da denke ich schon, die hauen die ganze Zeit ihre Köpfe aneinander und natürlich ist er deswegen verwirrt. Ja, und dann hat sich eine Saphir-Smaragd-Schwäche bei ihm herauskristallisiert. Ja, genau. Und du blickst in meine smaragdgrünen Augen, hätte nicht mal den Flow zerstört. Ja. Der Mann ist einfach blau-grün blind, wer kennt's nicht? Ja. Ja. Oh. Ja. Deutscher Rap, Heuchler-Rap, gestern wieder Sache, heute Feature-Partner. Boss eurer 2, Maseltoff. Ein Heuchler. Ein ganz einfacher Heuchler. Meine Jungs sind. Den müsst ihr mir jetzt kurz erklären. Na, der hat wahrscheinlich das gemacht, worüber er sich beschwert hat. Soweit bin ich mitgekommen, aber ich habe jetzt. Ja, auch, ich weiß auch nicht genau, was los. Wenn du auf Album 2 disst du irgendwen extrem, auf Album 3 ist er plötzlich dein Feature-Partner, wo du dich darüber lustig gemacht hast. Okay.
Also so ein bisschen nach 15 Teilen musst du doch Rap-Game ja, auch. Also da bin ich ja sogar drin. Und ich muss da auch kurz mal jetzt hier sagen, so Leute wie Unge oder die Pizza oder so, die Reactions machen, finde ich halt ganz schön scheiße, Alter. Echt mal bei ganzen Reaction-Game-Lutschis, Alter. Nur, dann hätte mir hier unten die Info, mit wem er da ein Feature gemacht hat, gefehlt. Na, aber weil da stand auch eine Kollege. Oh, Olli, Alter, das ist keine verfickte Gedichtanalyse, was wir hier gerade machen, Mann. Willst du jetzt rumkacken? Also ich glaube, der Autor möchte uns damit sagen, mit Odin. Das ist nicht korrekt gesetzt. Formfehler. Aber ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, als nächstes kommt Casey Rebel, also Obacht. Legende. Oh, warte mal ganz kurz. Stopp. Wichtig. Ich weiß jetzt nicht, wie hart das Ironielevel an der Stelle ist, aber Clemens Ollich schrieb gerade, Unge ist gut. Ja, du musst es jetzt nicht verteidigen, Bruder. Was wir gemacht haben, nennt sich Witz. Aber trotzdem, Unge ist gut. Ja. Ja, manch einer sagt auch, ist gar nicht gut, aber... Ja. Was? Meine Jungs sind aus der Kanalisation. Ist doch geil. Da ist er. Da fliegt dir doch das Blech weg. So, ist mich besser, wenn jeder mich sonst schlecht macht. Bist meine Bitch, meine Frau und meine Schwester. Junge, fühlst du nicht den Heu? Sweet Home Alabama. Flair, was ist denn da los? Ich glaube, er meint Schwester anders, als wir es verstehen. Aber ist halt schon Stolperfalle. Nee, ich glaube, er meint Bitch einfach anders. Seine Schwester. Nee, ich glaube, er meint das einfach genauso. Okay, kann sein. So wie Bro, weißt du nur. Immer wenn er Trauer hat darüber, ruft er seinen Bruderonkel an und fragt, ob das wirklich in Ordnung ist. Ja. Oh, lol, Alter. Richtig geil. Fühlst du nicht den Vibe? Richtig geil. Junge, fühlst du nicht den Vibe? Das ist guter Remix-Song. Das Cover eigentlich echt cool. Ich hab immer noch Hunger, denn diese Rapper können mich alle mal nur noch zum Blasen wecken. Okay, triff mich um 6 an der Straßenecke. Immer noch Hunger, denn diese Rapper können mich allemals nur noch zum Blasen wecken. Das klingt so, als wenn sie ihn wecken, damit er blasen geht. Ich weiß nicht. Ich verstehe nicht mal das Reimschema. Ja, es war irgendwie, es war komisch. Aber dabei ist Olli Bunny gar nicht kacke. Ne? 6 Schnecke Hunger können noch wecken. Easy. Das ist so einfach. Das Reimschema ist doch easy. A, B, C, D, E, F, G. Das ist voll gut. Aber ich muss gerade an der Stelle sagen, es gibt einen Rap-Track, den ich unfassbar gut finde, weil der, es ist von tatsächlich, es wäre von Olli Bunny und Sido, gibt es einen Song, der, ich weiß nicht, da steigt er ein Taxi ein und hat gerade eine Bank ausgeraubt und das ist so ein bisschen Storytelling-Rap und den finde ich ziemlich nice. Ich weiß gerade nur leider nicht, wie er heißt. War ein echt guter Track. Das ist der einzige Grund, warum ich Olli Bunny kenne. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich dachte wegen dem Namen. Nee. Bei Olli Benjo sind wir ganz schnell wieder bei Sweet Home Alabama, Alter. Ich dachte, alle Ollis kennen sich so. Ja, dachte ich eigentlich auch. Ich dachte, er ist ein ehemaliger Arbeitskollege von dir. Ja, oder so. Natürlich. Ich kenne alle, die Olli heißen. Von definitiv. Gamona. Ja, natürlich. Dicke vergebene Frauen, so wie Toni. Ja, und wenn die Bitch auf mein Dick schaut, sagt sie, der ist braun. So wie... Oh, okay. Schiffstau, Zwickau. Oh, bitte Zwickau. Bitte Zwickau. Alter, ich hoffe einfach nur, es ist nicht Schiff Jau, weil wenn er wirklich auf Jau beenden muss, dann ist er einfach lost, Alter. So wie Schiffstau, nee, das ist ein Vergleich, den macht keiner. Zwickau wäre halt Legende. Es ist nicht Schiffstau, es ist Schiffstau. Wir hatten doch jetzt erst den Suezkanal zu. Ach, Schiffstau, Alloy. Nein, Spaß, es ist natürlich Nein, es ist Schiffstau. Chris Brown würde halt vom Reim her irgendwie am besten flowen, finde ich, ne? Aber der Brown, ist Brown, Brown ist Brown nicht. Chris Brown, ist Brown Chris Brown, reimt sich halt am geilsten. Finde ich. Schwierig. Okay. Aber Zwickau, ich bin für Zwickau, Mann. Das stimmt, Telefonjoker. Ich bin auch für Telefonjoker. Aber okay. Braun und dann auf Zwickau reimen, wäre schon wieder sausmart. Dann wäre aber nicht hier drin, oder? Das glaube ich halt auch nicht. Ja. Schauen wir mal. Oh, Telefonjoker, Paul. Wer kommt? Keine Ahnung. Alter, was ist denn das von Kollega für ein Bild? Das sieht ja aus wie 12. Ist ja übel gut. Ja, hallo, der Boss am Apparat. Ey, das Handy klingelt und sie fragen nach Kollega. Also die kann ich schon mal ausschließen, wie Zauntiere.
Kid. Marja würde so nie meinen Text, seine hochklassigen Texte einrappen. Genauso wie C, das ist schlapper als die Tipps. Diese Kollega-Nachmache ist halt echt übel. Sind hier aber den schlechtesten Lines, Johnny. Und B, ich weiß ja nicht, das ist ein bisschen zu viel Sozialkritik. Deswegen würde ich A sagen, wie bei hausärztlichen Besuchen, meine Freunde. Das ist eine ganz klare Sache, wie destilliertes Wasser, Johnny. Wobei. Alter, warte mal kurz, jetzt bin ich aber noch mal raus bei der dritten Bedeutung. Er meint nicht wirklich mit Schiffstau, dass er nicht pissen kann. Nee, Schiss, ja, was? Nein, es ist... es wäre ist doch Schiffstau, es war schon Schiffstau. Ja, aber überleg mal, wir haben jetzt drei Bedeutungen dafür. Okay. Es kristallisieren sich immer mehr Bedeutungen raus. Okay. Es darf wieder wahr sein. Was, weißt du was? Vielleicht ist es auch, wenn du schiffst, au, und er meint, du hast halt Nierensteine. Ja, ja. Kann auch sein. Aber wie gesagt, wenn du nicht pinkeln kannst wegen den Nierensteinen, ist es nicht nur, weil du schiffst au, sondern es ist auch noch der Schiffstau, weil du kannst gar nicht mehr. Kannst gar nicht mehr schiffen gehen. Alter, Alter, Alter. Ich sehe da schon, Alter. Ich sehe da einen Dreierreim auf uns zukommen. Warum ich noch Rap, Klunker und Cash? Ich wurde entjungfert mit 6. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Okay. Alter. Das ist schön. Auch eine Möglichkeit, sich hier zu outen. Ja, ist wirklich. Ist wirklich schön. Das ist der Moment, als er dann aus der katholischen Kirche ausgetreten und zum Islam konvertiert ist. Eieieiei. Um dann festzustellen, anders scheiße. Ja. Was auch anders scheiße ist, ist die Glocke nicht zu abonnieren und den Kanal nicht zu aktivieren. Von daher. Do it.